nicht da. Halt! Wer hat dich hier eingesperrt? Hast du Unfug angestellt? Was ist denn? Du kennst mich noch? Jedenfalls kenne ich dich. Ah! Du warst in Rais Lager, als ich die Hand verlor. Ja, ich erinnere mich tatsächlich. Leute. Wärst du jemand anders, würde ich dich töten. Glück gehabt. Genau. Was Rais angeht, mit diesem Irren rechne ich schon noch ab. Aber erst musst du mir helfen, meinen Bruder Nasim zu finden. Er hatte mir bei der Flucht geholfen. Er wollte im Supermarkt Vorräte holen, kam aber nicht zurück. Ich bezahle dich dafür, ihn zu finden. Womit willst du mich denn bezahlen? Machst du Witze? Mein Bruder und ich haben für Rais gearbeitet. Und das heißt, wir haben jede Menge Kram eingesagt. Wir suchen Kram, wir finden Kram, wir nehmen Kram. Am Ende hatten wir ziemlich viel Kram. Einen Teil haben wir bei Rais abgeliefert. Den Rest behalten. Für den Fall, dass die Sache richtig brenzlig wird. Kein Diebstahl, sondern eine Absicherung für die Zukunft. Schlau gedacht. Hat er seine Hand verloren. Bis ihr erwischt wurdet. Wir haben noch jede Menge. Waffen, Medizin, Geld. Überall in der Stadt versteckt. Aber jetzt suchen uns Rais Leute und ich sollte mich da draußen nicht blicken lassen. Also, haben wir einen Deal? Alles klar. Ich denke drüber nach. Es wird sich für dich lohnen. Versprochen. Die Quest machen wir noch. Was war das? Der verschollene Bruder. Oh nein, beim Supermarkt. Oh Gott. Nicht beim Supermarkt. Oder wie komme ich da am besten hin? In die Richtung? Ja, in die Richtung. Das Ding wegmachen. Also wenn der zum Supermarkt ist, dann lebt er bestimmt nicht mehr. Ernsthaft? Ich muss echt direkt nah dran stehen. Was ist denn hier los? Du mich verarschen oder so? Ich komme hier rein und krieg erstmal eine Giftbombe ab und werde umgeschubst. Will mich doch verarschen. Alter! Was war denn das für eine Aktion? Völlig unklar. Da waren einfach mal drei Spucker. So ein Kampfkoloss. Und dann auch noch Rais Schläger. Alles durcheinander. Mit noch ein paar Runnern. Und ich komme da gerade so drüber geklettert und auf einmal... Oh, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Hast du gerade schon wieder meine Schusswaffe abgeworfen? Wo ist mein Gewehr? Wo ist mein Gewehr? Ich weiß nicht, warum das Spiel das macht. Ich will eine Waffe aufheben und das Spiel wirft dafür meine Waffe ab. Und jetzt sehe ich sie nicht mehr. Wo ist meine Schrotflinte? Die war teuer. Ach, hier. Warum macht das Spiel das?
total merkwürdig. Ist es dieses Waffenwechseln oder was ist das? Irgendwo gesehen. Waffe wechseln. F gedrückt halten. Ich habe auf keinen Fall F gedrückt gehalten. Das weiß ich. Aber wenn man vielleicht zu oft F spammt, sieht das vielleicht als gedrückt halten. Ich muss das ausmachen. Ich mach das jetzt aus, du. Oje. Verlierst du noch deine wertvollen Waffen und sammelst dann irgendeinen Schrott dafür auf. Jetzt in den Supermarkt reingehen? Das ist doch eigentlich eine Quarantänezone. Oder in der Nähe. Im Supermarkt, ernsthaft? Aber es ist ein anderer Eingang, ne? Das ist die Quarantänezone? Und hier vorne ist ein anderer Eingang? Oh! Willst du es tatsächlich so haben lassen? Die quälen den gerade. Die foltern den, glaube ich. Ich bin Osman begegnet, der früher für Rais gearbeitet hat. Er sagt, dass sein Bruder Nazim Vorräte im Supermarkt holen wollte, aber nicht zurückgekehrt ist. Jetzt bietet Osman mir einen Teil seiner Beute an, wenn ich Nazim finde. Jetzt eigentlich leise sein, ne? Die uns nicht hören. Da geht's hoch. Der hat's nicht geschafft. Mülleimer durchsuchen, echt, ey. Sind wir schon so tief gesunken, dass wir durch Mülleimer kriechen? Warum ist nicht ganz sicher, ob ich den in die Luft jagen sollte oder nicht? Verdammt! Wie aus? Alter, was ist hier los?
Ja, aber wo sind jetzt die ganzen Männer von Raif denn? Willst du mir sagen, die sind jetzt durch die Explosion alle gestorben? Nee, ne? Wo sind die hin? Wer zum Teufel bist du? Dein Bruder zahlt mich, um dich zu finden. Na gut, das Geld hast du dir redlich verdient. Aber Osman ist in Gefahr. Raifs Leute wissen jetzt, wo er steckt. Kannst du mir einen Gefallen tun und ihm vielleicht eine Nachricht überbringen? Sag Osman, er soll dort abhauen und mich beim Versteck an der Roten Mauer treffen. Er weiß schon Bescheid. Na gut, ich sag's ihm. Jetzt lass uns lieber abhauen. Ja, das geht mir aber auch häufig so, ne? Also, ich habe das Spiel ja jetzt schon ein paar Mal gespielt. Deshalb habe ich jetzt auch gleich instinktiv nach einem Schalter gesucht. Aber ich denke mal, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich hier auch erstmal mit vollem Alarm bestimmt ein paar Minuten lang gekämpft und so irgendwann, vielleicht mal Alarm ausmachen. Was hast du nicht gesehen? Nasim hat Raifs Männer unter Folter verraten, wo sich sein Bruder Osman versteckt. Jetzt soll ich Osman eine Nachricht von Nasim überbringen. Er muss verschwinden, ehe Raifs Schlägertrupp ihn sich schnappen kann. Moment, ich muss erstmal kurz rausrennen. So, was hast du? Ich habe den Schalter zum Öffnen der Hangartür nicht gesehen und kam bis dahin nicht mehr raus. Hangartür? Was für ein Hangar? Ich hab grad was für ein Hangar, du meinst? Weißt du, diese, beim Bahnhof, diese großen... Ah, okay. Chemikalien. Ich glaube, du bist beim Bahnhof in diesen großen Wellblechschuppen, ne? Genau, okay. Oh, wirklich? Ich war doch weit genug weg. Ich habe überhaupt genug Platz, ne? Dann lasse ich die Waffen jetzt liegen von denen. Oder ich zerlege die Waffen. Kann man ja auch machen. Ja, Muni für die Schrotflinte wird knapp, aber ich habe ja noch andere Waffen. Das soll nie das Problem sein, du. Hab doch genug. Zerlegen müssen wir mal ein bisschen. Ein paar Metallteile rausholen. So, wo sind eure Waffen? Ich will jetzt einfach... Die müssen hier doch irgendwo rumliegen, oder? Wozu habe ich denn jetzt Platz gemacht? Da. Ich kann jetzt auch einfach mal auf die hier wechseln. Mal ein bisschen Ratata machen. Ratatatatatatatata. Ah, guck mal, da liegt einer. Das war der Osman. So, wie geht's dir? Du lagst gerade noch am Boden. Digga, alles okay? Einen Moment später und ich wäre jetzt tot. Ich dachte schon, du hast mich verraten. Raifs Leute haben deinen Bruder verhört. Ich doch nicht. Hat geredet, bevor ich kam. Nasim ist also tot? Dem geht's gut, obwohl euch beiden jetzt ein paar Finger fehlen.
Er will sich mit dir beim Rote Mauer-Versteck treffen. Du wüsstest schon, wo. Du hast mich also nicht hintergangen. Bist doch ein ehrlicher Kerl. Also, willst du dich mir und meinem Bruder anschließen? Ja, nein, ich will nur meine Kohle. Auch gut. Ich hatte dir ja was Tolles versprochen. Ja, damit. Diese Schlüssel öffnen 3 Verstecke in verschiedenen Teilen des Slums. Schaffst du es dorthin, gehört der Kram dir. Viel Glück, Breckens Bursche. Breckens Bursche? Ja. Will ich nicht auch noch was? Inventar voll. Tiefgarage, Quarantänezone. Was? Wie kommt denn das jetzt? Ach, die habe ich zufällig entdeckt vor kurzem oder was? Aber woher soll ich denn wissen, welche Verstecke dieser Schlüssel jetzt aufmacht? Muss ich einfach bloß zufällig dann hier diese Kisten finden oder was? Oder habe ich die irgendwo markiert bekommen? Ach hier, Osmans Geheimversteck. Osmans Geheimversteck. Osmans Geheimversteck. Da sind die. Alles klar. Was ist hier unten? Nicht weiter. Super. Gut. Ja. Da würde ich aber sagen, hier ist ein guter Punkt, um Pause zu machen. Oder wollen wir die Verstecke noch schnell? Ach komm, wir rennen noch schnell zu den Verstecken. Das machen wir jetzt noch. Also da. Eigentlich wollte ich jetzt Feierabend machen, aber wir holen das auch schnell, die Verstecke. Da müssen wir noch ein paar Sachen hier zerlegen, damit wir ein bisschen Platz haben. Und schnappen wir uns das Zeug noch. Was? Baseballkeule? Oh, du lässt mich jetzt hin und her rennen, oder? Wenn die jetzt nicht lila oder gelb ist, dann werde ich mich aufregen. Die hier? Wie gesagt, das ist ein Metallteil. Also, ich habe davon mehr als genug. Aber ja, du hast recht. Ich habe die nicht gesehen. Weiß nicht. Ich vergesse auch immer wieder halt diesen Sinn zu benutzen, dieses Q. Ich habe bestimmt schon unglaublich viele Baupläne liegen gelassen. Was aber Gott sei Dank nicht so schlimm ist, weil ich ja noch relativ viele DLC-Baupläne habe. Dann geht das. Oh Gott, wo kommt ihr denn alle her? So, haben wir es jetzt mal. Belohnung. Zack, zack. Ich habe keine Zeit mehr. Das ist alles, was wir haben. Es gehört dir. Klar gehört es mir. Hier ist irgendwo ein Geheimversteck. Und dann muss ich auch noch Kisten knacken. Ernsthaft, Leute. Ernsthaft. Geheimversteck und dann muss ich die auch noch knacken. Das ist schon mies.
Na gut. Das ist quasi meine Questbelohnung und ich muss sie mir auch noch selbst aufknacken. Das ist für mich. Platzdorf und so ein Zeug. So, das war Versteck Nummer 1. Versteck Nummer 2 ist dann hier. Gar nicht allzu weit entfernt. Warum ging das jetzt nicht? Quartiermeister? Ja. Ach du! Höhe ist schon mal richtig, aber an der Seite ist keine Tür. Hier? Ich muss sagen, die Runner gehen mir auf den Sack und es kommen mittlerweile auch immer mehr von denen. Je weiter man mit der Story vorankommt, ne, desto mehr kommen halt von denen, sag ich mal, besonderen Zombies. Und gerade die Runner kommen ab einem bestimmten Punkt richtig nervig wieder. Ach, viel Lärm. Hä? Wo kam der jetzt her? Hinter mir! Der kann gar nicht von hinten kommen! Bullshit, halt. Bullshit. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich wollte gerade sagen, ich muss auch was Leises wechseln. Jetzt sterbe ich. Ja, laute Waffen. Schrecklich, ne? Du kannst nicht mal die Tür hinter dazu machen. Könnt ihr mal bitte aufhören? Wo kommt der hier denn her? Hört auf. Hört einfach auf. Ignoriere den Airdrop. Ich wollte eigentlich schon längst ausmachen. Inventar voll.
Also ich muss jetzt wirklich das nächste gute Gewehr, was ich bekomme, also schnelles Gewehr, Sturmgewehr oder sowas, muss ich jetzt wirklich mal umbauen auf das mit dem Schalldämpfer. Oder kann ich das, was ich habe, nochmal umbauen? Kann ich ja theoretisch, ne? Mich stört das mit dem Elektrozeug, man trifft sich manchmal selbst und es ist viel zu laut leider. Es ist schade, aber es ist zu laut. Und hier steht Schalldämpfer beim Kampfsturmgewehr. Das mache ich jetzt. Inventar ist kein Platz. Komm mal da auf, du. Du Hippie. F7. So. Der Schaden ist leider geringer, wie man sieht. Die andere hatte 200 Schaden. Die ist bei 137. Aber wie gesagt, Schalldämpfer ist es mir, denke ich, wert. Das war gerade echt lästig. Die wollten nicht aufhören, ne? Die sind immer weiter gespawnt, immer weiter. Drops. Ich habe ein paar mehr getötet, als ich dachte. So, und zum letzten Versteck, das ist da hinten. Könnten wir auf dem Weg sogar noch mal kurz gucken, ob noch was da ist bei dem Airdrop. Aber höchstwahrscheinlich wird er jetzt schon durchgelootet sein. Ja, sag ich doch. Och, wirklich? Hast du mich noch getroffen? Unfug. Die Waffen lasse ich jetzt einfach mal liegen, aber das nehmen wir noch mit. Erwischt. Aber nur fast. Danke. Bitte. Danke, Anke. Und bitte, Brigitte. So. Hier irgendwo ist das letzte Versteck, oder? Nee, doch ein bisschen weiter. Viele Wurfsterne, ernsthaft? Ernsthaft? Böller. Chemikalien. Oh, das ist ein schönes Versteck. Elektrische Bauteile. Metall, Klebeband, Nägel, oh. Und eine Zombie-Figur. Sehr schön. Das Versteck hat sich gelohnt.
Na komm. Hä? Ernsthaft? Jetzt. Das Ding ist lila. Das muss man mitnehmen. Und die letzte Truhe. Oha. Polizeigewehr Tarnfleck. Werde ich auch nochmal rumprobieren, ob ich da... Kann ich jetzt gleich machen. Das Ding hat einen höheren Grundschaden als das Ding hatte. Wenn ich das Ding jetzt umwandle auf die Vulkan-Sturmgewehr-Version mit dem Schalldämpfer. Oh, den Platz, wirklich. Wirklich. Bin ich gespannt, ob es jetzt stärker wird oder genauso ist. 184. Und das Ding hatte bloß 137. Super. Unser neues Gewehr. Hat sich das noch gelohnt, auf jeden Fall. Ich renne jetzt noch fix schnell zum Turm zurück und mache dann dort das Spiel aus. Ich glaube, man kann auch einfach hier ausmachen. Das ändert eigentlich nichts. Aber ich mache es trotzdem noch. Euch sage ich jetzt schon mal... Danke fürs Reinschauen, Leute. Was wollte ich sagen? Es ist spät. Danke fürs Reinschauen, Leute. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit uns. Wir machen am Sonntag, also morgen früh um 10, machen wir hier weiter, beziehungsweise starten wir in Monkey Island 5 rein. Ne? Und Dying Light geht dann höchstwahrscheinlich am Montag weiter. Wie immer, sonntags unser Point-and-Click-Adventure-Tag und ab Montag dann wieder das ganz normale Programm. Soll heißen, nachmittags eventuell ein bisschen Yu-Gi-Oh! Und abends ein bisschen Dying Light. Schaltet rein, je nachdem, wie ihr Bock habt. Wenn ihr was verpasst habt, könnt ihr auch gerne dann in die... Was ist das Gewehr? Ist nicht sowieso leer geschossen? Ja, das Gewehr habe ich leer geschossen, aber ich kann doch Munition kaufen. Wo war ich jetzt? Verdammt! Verdammt, wo war ich? Wenn ihr mal einen Stream verpasst, könnt ihr auch gerne in die YouTube-Videos reinschauen. Da könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar und ein Like da lassen. Und ansonsten, sage ich mal, Anton und der Döskop verabschieden sich für heute. Gute Nacht, Leute. Danke fürs Reinschauen. Und tschüss.